Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Mass Effect Andromeda. Wir stehen hier vor der Galaxiekarte, sind da letztes Mal stehen geblieben, als wir diesen Planeten Pfeiffer erkundet haben. Wir sind hier immer noch im Menü von ihm, 100% Fortschritt. Wir haben so eine Anomalie gesucht und auch gefunden. Aber jetzt gehen wir dahin, wo wir auch hin wollen. Und zwar nach Eos, Habitat 1. Einer der Planeten, der unsere goldene Welt sein sollte. Und wir haben noch eine Nebenquest offen da. Und zwar, nee, sogar zwei Nebenquests. Habitat 1 der Andromeda-Initiative. Den Mordfall müssen wir aufklären, wir müssen die Leiche bergen. Nur leider ist niemand außer uns aufgetaucht und wir wurden vermöbelt. Zweimal. Okay. Wieso hat Sam die Frequenzerfassung geändert? Was hören wir, Sam? Da ist ein Signal, Pathfinder. Ich empfehle eine sofortige Untersuchung von Eos. Okay, da wo wir hin müssen, ist die Anomalie, oder was? Oder wie sieht's aus? Wie gesagt, wir müssen da den Mordfall auflösen. Und die Leiche vom Bruder. Oh, da haben wir die Anomalie. Wir müssen die Leiche vom Bruder, also von einem verschorbenen Bruder, von einem Soldaten suchen gehen und eine Kette von seinem Vater oder so dahin bringen, damit die beiden Ketten wieder vereint sind. Den müssen wir auch noch finden, den Kollegen. Das machen wir dann aber alles noch. Zuerst untersuchen wir mal diesen Asteroiden bzw. diese Anomalie. So, Eisenvorkommen, 54%. 54 Eisen. Ja, jetzt können wir eigentlich weg hier, oder? So. Und jetzt gehen wir dahin, wo wir auch müssen. Vom Asteroiden nach Eos. Ist es da die Sonne? Glaube ich nicht. Es wäre ein bisschen nah an der Sonne. Es wäre ein bisschen warm. So. Gut. Ein identisches Signal wie auf Habitat 7. Mögliche Atmosphärenmanipulation. Okay. Ist das überhaupt möglich? Das werden wir rausfinden. Wenn es wie auf Habitat 7 ist, werden wir zweifellos auf Cat treffen. Ja, super. Also, hier, da seht ihr einen besseren Anfang. Aufgabe verstorbener Bruder und erster Mörder. Möchten Sie von Bord der Tempest gehen? Ja. Let's go. Also, ja, die Waffen müssen mal, ja. Jeweils wählen. Warum ist es gesperrt? Im Ausstattungsbildschirm können Sie Ihre Ausrüstung und Truppmitglieder festlegen, bevor Sie zu einer Mission aufbrechen. Schalten Sie mit QE Ihre Ausstattung durch. Drücken Sie Escape, wenn Sie bereit sind, auf ES zu landen. Da muss die Kampffitness auf 3 gestellt werden. Was denn das für ein Scheiß? Ja, jetzt habe ich extra ein Präzisionsgewehr gemacht. Darf ich das nicht mitnehmen? Ja, ist klar, ich nehme die Avenger mit und die Predator. Oder soll ich das mitnehmen? Ja, komm, wir nehmen das Präzisionsgewehr mit. Können wir noch einen Mod reintun. Präzisionsgewehr, Reservemunition, das Gewicht, Durchschlagschaden und plus 1,0 Kugeldurchschlagsdistanz. Das klingt schön. Und dann nehmen wir gleich noch einen zweiten Mod, zwar die Reservemunition. Gut. So. Hey! Ich will jetzt aber auch hier wählen. So. Für die Avenger könnten wir auch noch Mods mitnehmen. Wir haben keine. Okay. Dann nehmen wir auch keine mit. Bin soweit. Ready, Freddy. Hoffe, das gilt für uns alle. Kello? Ich integriere Sams Suchgebiet. Mir ist schleierhaft, wie er dieses Signal durch die Stürme empfangen hat. Multisensorischer Neuralabgleich. Beeindruckend. Alles tipptopp. Ich fahre die Kompensatoren hoch. Sie justieren schon die Anzeigen? Wir werden hier mehr erfahren als die Nexus in all den Monaten.
Was? Ich sagte, die Hoffnungen so vieler Leute ruhen auf uns. Sie hatten EOS abgeschrieben. Was ja auch klar ist. Statt einer goldenen Welt erwartete sie der Tod. Man weiß nie, wie die Überlebenden... Tut mir leid. Alles okay? Der Tod meines Vaters verfolgt mich, naja. Es ist mein Job als neuer Pathfinder. Ich bin bereit fürs Abenteuer. Wir machen der Ungewissheit ein Ende. Das klingt gut. Das nehmen wir. Wir sind nicht Millionen Lichtjahre geflogen, um hier zu sterben. Die Initiative wird nicht scheitern. Pathfinder, die Tempest ist soweit. Wir können. Na dann, gehen wir. Gehen wir runter. Sie wissen nicht, wie lange ich das schon von einem Pathfinder hören wollte. Kein Problem. Schilde halten, passe den Vektor an. Wir schaffen das, oder? Ja, das sieht ja auch nicht so bewohnbar. Ja, gut. Da, setzen Sie uns bei diesem Nervpunkt ab. Bewohnbarer als Habitat 7. War auch nicht wirklich schön. Was ist denn das Schönes? Wie soll man da überhaupt anfangen? Den Berichten zufolge toben auf diesem Planeten tödliche Stürme, die durch die Strahlung der Geißel kontaminiert sind. Die Besiedelung von EOS blieb aufgrund der äußeren Bedingungen und letztlich auch feindseliger Auseinandersetzungen unvollendet. Und ohne Pathfinder. Wenn EOS so ist wie Habitat 7, muss das Signal, das wir gescannt haben, mit der Atmosphäre verbunden sein. Wir könnten es mit der Antenne des Außenpostens orten. Schalten wir den Strom wieder ein. Gut. Bin ich dabei. Muss doch bewusst gewesen sein, dass es in diesen Bedingungen nicht standhalten kann. Das sieht nach Bergungsgut aus. Und es ist neu. Höchstens ein paar Tage alt. Ist etwa noch jemand hier? Ja, scannen wir zuerst mal. Diese Analyse liefert uns wichtige Forschungsdaten, Pathfinder. Wenn Sie durch Scans weitere dieser Daten erfassen, können wir neue Technologien und Upgrades für beispielsweise Ihre Waffen und Panzerung entwickeln. Sehr schön. Also, gucken wir uns erstmal die Karte an. Wir sind hier. Ne, hier. Da hinten ist der verstorbene Bruder und da ist die Leiche. Ne, das ist ein Erinnerungsauslöser. Und da ist die Leiche vom Kommandanten. Okay, boah, nicht so weit weg. Also, zuerst mal gehen wir den Strom anschalten. Schön, kann man wieder springen. Die Tür wird zwar durch ein Notstromsystem versorgt, ist aber mit einem Codeschloss versehen. Anlage 1 hat individuelle Sicherheitscodes ausgegeben. Jeder Außenposten wird autark verwaltet und stellt eigene Protokolle auf. Sag doch einfach, dass wir sie ohne die Codes nicht öffnen können. Ohne die Codes können wir sie nicht öffnen. Danke. Ja, dann gehen wir weiter. Zeig mal das Scharfschützengewehr. I like it. Das glänzt da hinten so. I like that one. So. Hallo, warum? Warum muss ich jetzt plötzlich da nach hinten gehen wieder? War nur doch vorhin gerade. Nee, hier kann ich nichts machen. Gut, ich muss da nach hinten gehen. Was ist denn los mit dir, du blödes Spiel? Wohin führst du mich?
Sonst noch was zum Scannen? Nee. Was ist das eigentlich? Das ist auch sehr imposant. So, hier drin ist nichts. Okay, ein Terminal. Das ist immer gut. Wir haben heute den ersten Kolonisten verloren. Der Sturm kam wie aus dem Nichts. Lockley hat versucht, unsere Pflanzen abzudecken und dabei den Halt verloren. Er wurde einfach weggerissen. Seine Frau ist noch im Kälteschlaf. Vielleicht weiß ich ja, was ich ihr sagen soll, wenn sie irgendwann wecken. Interessant. Gibt's hier nichts zum Scannen? Nee, also das Datenpad. Ich habe einen Codeschlüssel gefunden. Schön. Der verschafft uns Zugang, wenn wir ihn brauchen. Dann können wir wieder zurück. Und ich habe das Gefühl, wir werden schon bald von Cat überrascht. Gut, ich denke jetzt hier noch nicht. Scannen. Keine Forschungspunkte bekommen. So, nehmen wir alles mit. Nehmen alles mit, was sie finden. Die Haupttür wurde mit Energie versorgt, die Innentüren aber nicht. Für die volle Funktionsfähigkeit der Anlage wäre eine aktive Energierelaisstation erforderlich. Nachricht für Nick, Taniopolis. Hallo. Das bedeutet, dass die Antenne auch keine Energie hat. Vielleicht verraten uns die Loks, was mit dem Energierelais los ist. Na dann. Nichts zum Scannen. Na gut, Loks. Macht uns schlauer. Ich habe ein partielles Lok, kann aber die Antenne nicht einschalten. Etwas blockiert die Energieversorgung. Die Ursache ist eine externe Sperrung. Ihr Ursprung liegt in einem nahegelegenen Energierelais-Turm. Dann sind wir also nicht die Einzigen, die sich dafür interessieren, was hier passiert ist. Sieht so aus. Sehen wir uns diesen Relais-Turm mal an. Na gut. Was stöhnst du so rum? So, wo ist denn der Turm? Sehen Sie sich das an. Dieser Ort ist eine Ödnis. Ja, die Strahlung in der Atmosphäre von Eos erzeugt eine lebensfeindliche Umgebung. Strahlung? Unsere Anzüge schützen uns doch davor, oder? In Anlage 1 gibt es Schildmasten, die das Ausmaß der Kontamination dämpfen. Und was ist, wenn wir uns außerhalb des sicheren Bereichs von Anlage 1 aufhalten? Das wäre nicht ratsam. Super. Also. Ja, wir machen zuerst mal hier ein bisschen an der Hauptquest weiter. Würde ich jetzt mal sagen. Gehen zum Relais-Turm. Irgendwas zum Scannen? Nope. Warum habe ich einen Helm an und die nicht? Dieses Bauwerk da vorne. Was ist das, Sam? Es entspricht dem Profil einer Energierelaisstation, Pathfinder. Sehr gut. Wenn wir sie zum Laufen kriegen, werden die Gebäude vielleicht mit Strom versorgt. Und wir erfahren, woher dieses Signal kommt. Sie ist nicht funktionsfähig, Pathfinder, diese Tür ist versperrt. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen oder sich Zugang zu diesen Gebäuden zu verschaffen. Super. Und jetzt? Machen wir. Brechen wir die Scheiße auf, oder? Scannen wir mal nochmal durch. Vielleicht gibt es ja Forschungspunkte. Dann nehmen wir halt den Hintereingang. Wenn er denn funktioniert. Dann war das wohl kein Catschiff. Die klopfen nicht an. Hier sind Leute? Wir dachten, alle wären längst weg. Natürlich dachten sie das. Und jetzt verziehen sie sich. Finden sie ihr eigenes Bergungsgut. Hier ist besetzt. Ja, hallo? Bin hier, um zu helfen. Sie sind also ein Bergungsgutsammler. Haben Sie einen Namen? Ich heiße Ryder. Clancy, ich verdiene ehrlich Geld in dem... Moment, Ryder? Wie der Pathfinder? Die Nexus kann Eos einfach nicht in Ruhe lassen, was? Egal, wie oft sie hier unten scheitert.
Ich verfolge ein Signal, das EOS helfen wird. Ich benötige lediglich Strom für die Antenne. Ich habe die Energie nicht grundlos abgedreht. Die Cats sind heute auf Patrouille. Wenn sie das Energierelais einschalten, wissen die, dass hier unten noch ein saftiges Ziel am Leben ist. Überlassen Sie die Cat mir. Oh ja. Helfen Sie mir mit dem Energierelais, dann kümmere ich mich um die Cat. Sie sind verrückt. Aber vielleicht auf eine gute Art. Okay, ich aktiviere die Generatoren da draußen. Wenn Sie den Tiger reizen wollen, bitte sehr. Schön. Danke. Machen wir uns bereit. Sobald wir die Generatoren starten, wird es vermutlich ziemlich ungemütlich. Ja, aber das machen wir jetzt im nächsten Part. Denn wir haben die 16 Minuten erreicht und das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um zu beenden. Daher wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.